Herr Zäuner, schönen guten Tag. Mahlzeit. Heute darf er mal anmoderieren mit bester Laune bei bestem Schleinpechwetter. Übelste Gosse wieder. Wir wollten an den Dorfteich, aber der ist gesperrt. Ja. Also mussten wir das nächstgelegene Gewässer aufsuchen, wieder die Talsperre hier. Ja. Haben sie uns schon ein bisschen häuslich jetzt hier eingerichtet. Es liegt schon die Rute draußen von ihm. Die Posenrute mit einem Tauwurm, ne? Ja. Bei mir ist der Winkelpicker rausgeflogen mit einem Madenbündel und eine Hechtpose, die hier vorne rumeiert. Die lege ich dann immer mal so ein bisschen woanders ab. Genau, jetzt räumen wir mal hier noch ein bisschen zusammen, dass alles schick und ordentlich aussieht. Der Andy macht gerade eine Method noch nebenbei fertig. Oh. Die kracht er dann mit raus. Ich habe kein Rotauge dran, ich habe diese Sardinen wieder dran, die der Andy das letzte Mal schon mit hatte. Ach nee, das Video habe ich noch gar nicht geschnitten. Ich weiß gar nicht, ob ich was draus mache, das werden wir sehen. Genau, ihr guckt in Ruhe das Intro. Und dann machen wir uns nachher hier gemeinsam einen schönen Angeldach, trotz des Wetters, richtig? Unrichtig. Bis dann. So, der Winkelpicker bringt wieder schnell einen Fisch. Schönes Rotauge. Petri. Ja, erster Fisch in Rotauge, wie soll es anders bei meiner Winkelpicker sein? Ja. Der Andy hatte auch nebenbei bis auf Pose. War ein kleiner Barsch. Der war so freundlich, bis ans Ufer hinterher zu kommen und hat sich dann doch entschieden. Gott sei Dank. Er hätte wieder bis zum Popo geschluckt. Wahrscheinlich. Ne, da war wahrscheinlich der Tauwurm ein bisschen zu groß. Ja, ja. Und der hätte sich auch nicht gelohnt, der Barsch da für die Pfanne. Da hinten ist vorne dran, ich habe bloß gemerkt, wir haben ja kurz vor dem Ufer aber losgelassen. Gott sei Dank. Genau. Hast jetzt der Method wieder draußen, ne? Ja. Hast du ein bisschen Ananas-Liquid oben drauf gemacht? Auf dem Korb Ananas-Liquid und vorne ein Tigernuss mal drauf. Mal gucken. Genau, mal schauen. Ich habe jetzt mal das Madenbündel runtergemacht bei der Winkelpicker. Ging eh bloß noch zwei Maden drauf und habe zwei Vanillemaiskörner drauf gepiekst. Ich will mich jetzt mal ein bisschen durchprobieren, welche Fischarten heute auf welchen Köder Bock haben. Na klar. Mal gucken, ob jetzt zum 1.10. die Schleien überhaupt noch so Lust haben. Es waren kalte Nächte jetzt, aber man weiß es nie. Ah, ne? Oh, das wissen wir nie. Einfach das ausprobieren, ne? Genau, und nebenbei lasse ich hier das Köderfischel draußen rumliegen. Na klar. Mal gucken, ob da mal einer abzieht. Ja. Wir machen es uns ein bisschen schick. Bis später. Bis später. Und zack, bis auf den Method Feeder gerade. Weiß nicht, ist er noch da, oder? Mal gucken. Wir waren gerade mitten im Quatschen, wie das so oft ist. Den vorigen Take, den ihr gerade gesehen habt, haben wir vor 2 Minuten gemacht oder so. Und wir angeln jetzt hier 15 Minuten. Da war er wieder weg, hä? Ja. Geht aber schwer. Ja. Das ist wieder so eine Suizidschleier, die freiwillig mitkommt. Ja. Ah, die Stelle hier kennt ihr ja aus dem Video Schöne Schleien im Sommer, glaube ich, habe ich es genannt. Doch, ist ein Fisch dran. Kleiner Kopfen, glaube ich. Und ab ist er. Oh, gut, dann kescher ich nicht. In der Korbi war's. Naja, wenn er nicht rauskam, ich sag mal Petri. Kleiner Spritzer. Aber gesehen habt ihr ihn kurz. Ich denke, dass man es auf dem Video sieht, ja. Na gut, wieder raus damit. Raus damit. Sollte Oma mal vorbeischicken. Nee. Nächster Versuch auf Method Feeder. Ja. Der Bissanzeiger kurz rumgezuckt. Na komm, geh ran. Ja, weil du gerade eine rauchen wolltest, ist doch immer so. Ja, da spielt noch jemand. Ja, da spielt. Jetzt. Ja, gib mal eine. Ja, Schnurle. Ja, Na dann, zack. Oh, ein Squalus. Ein Riesenhai. Wie in Florida, ich muss mich aufstützen hier. Ja, macht schön über deine Pose drüber. Nee, meine Pulse liegt. Die liegt links von dir, da ist deine Schnur jetzt drüber. Ja, ja. Ich kann ja auch links wegkeschern. Oder ich komme rüber zum Keschern. Wo will denn da hin? Ins Ufer, ja. Alter. Da ist ja voll hier drüben am Ufer, Freunde. Ich habe gerade nicht aufgepasst, wo ich hinfilme, weil ich mich hier runterhangeln musste.
Der hängt dort vorne am Schilf. Nee, du hast jetzt seine Leine hier drüben, glaube ich. Oder? Der Fisch ist bestimmt bei dir an der Leine drüben, hä? Warte, ich komme mal mit rüber. So, Freunde, da ist eine Rute von einem anderen Angler geschwommen. Da mussten wir rüber, haben den wieder losgemacht, 52er Karpfen. Ich guck mal ein Bild, schneide ich hinten ran, da werden wieder einige heulen, weil der am Laub liegt. Da war ja schon fertig. Ne? Ach, ein Gekletter hier an der Seite, halt den Kescher wieder mitnehmen. Genau, 52er Petri Andy. Und der Kollege drüben freut sich über einen schönen Karpfen. Die haben sich nämlich verfitzt. Warte, ich kann mal runter ans Ufer gehen, mal gucken, wo es das durchgezogen hat. Nein. Genau, wir entfitzen erstmal hier fertig die Rute. Da ist aber auch immer komplett quer geschwommen. Bis aber dann, Freunde. So, da musste ich gerade noch mal ein bisschen ins Schilf klettern und ins Wasser. Die Method Feeder hat sich wieder vorne an so Soldatenknöpfe am Schilf ein bisschen verheddert, aber haben wieder alles da. Kann hier fleißig sein Zeug wieder zusammenbasteln. Ja. Aber schöner Fisch. Also dafür, dass wir erst, was weiß ich, 20 Minuten hier sind. Ja. Hat man jetzt zwei, die wir rausbekommen haben. Ja. Zwei, die sich entschieden haben, ich bleib doch im Wasser. Und den 52er Karpi. Genau. Ist doch cool. Ja, guck. Dann habe ich hier wieder fertig gemacht. Mhm. So, jetzt fliegt es wieder. Da fliegt der Spaß wieder raus, genau. Vanillemais bisher noch kein Rupfer, zumindest was ich mitbekommen habe. Es kann ja auch sein, wo ich hier drüben im Kescher gerade rumgesprungen bin, dass schon mal ein Rupfer drin war. Aber mal schauen, ich warte mal noch 10 Minuten jetzt, lass die zwei Vanillemaiskörner einfach mal liegen. Ja, klar. In der Futterspirale ist auch noch ein bisschen Futter. Ich klebe das gerne jetzt ein bisschen fester ein, dass sich das gar nicht groß verteilt, sondern mehr so eher, naja, den Lockstoff, sage ich mal, aussondert und mir nicht einen riesen Futterteppich dort an den Platz macht. Bin ich bisher eigentlich ganz gut gefahren. Mal gucken, wie es heute funktioniert. Ja. Lassen wir uns überraschen. Und der Hechtpose, wie immer, dient der Wasserstandsmeldung, aber das macht sie sehr gut. Man muss ja auch mal loben, ja? Ein bisschen motivieren. Kontinuierlich mit an, die Tiefe. Genau, da raus damit. Gut, bis später, Freunde. So, diesmal beim Olibis. Zuckt aber gerade. Und? Nimm da. Den Willen durfte es erkennen mit der Schnauze. Probier einfach mal. Nicht klar. Oder was ganz Kleines. Was Kleines? Nee. Leider nicht. Aber ich wollte ja sowieso die Köder kontrollieren. Jawohl. Da hat sich ein Maiskorn rumgezippelt. Gut, habe ich mal ein paar Maden davor, geht wieder raus. Auf ein neues. Ja. Bis gleich. Leute, es wird wieder Fließbandarbeit. Gibt es schon wieder einen Rucker unter Method Feeder? Ja, aber riss schon rüber. Na los, lauf ab. Na. Also für einen Schnurschwimmer war es ja fast zu derb. Ne, das ist kein Schnurschwimmer. Okay. Keine Lust mehr. Ich habe jetzt ein Vanillemais drauf gelassen und mir noch 3-4 Maden davor gehangen. Mhm. Mal schauen, was da passiert. Die Spannung ist noch schön drauf. Ja. Und du hast denselben Köder gelassen, ne? Was? Auf deiner Method Feeder hier? Ja, ja. Ja. Ich habe eine Tigernuss drauf und vorne meine Pellets aus meinem Körbchen. Na gut, wir beobachten das Treiben hier mal. So, ich kontrolliere mal bei mir, wir haben ja Gerupfe ständig drin. Ja, also ganz zaghaft. Beim Olli ganz vorsichtig, ganz zaghaft, mal sehen. Vielleicht hängt ein kleiner. Oder sie zuppeln halt die Maden durch. Ja, ja, das kann ja sein, dass sie die Maden runter zuppeln. Ja, mit Bier. Nee, klar, ja. Hängt da bloß noch das Maiskorn drauf. Eine Made ausgezutscht. Ja, das war doch klar. Neu anködern noch mal hin. Jawohl. Ja, kommt her, Freunde. Genau. Ja, hier ganz einfache Montage. So eine kleine Futterspirale. Wirbel davor.
Ich glaube 50er Vorfach, kleiner Haken. Ja. Mehr ist es nicht. Bis später. Jo. So, bis beim Olli. Ah. Da hängt ja was. Guck mal an. Petri. Schön. Brasse. Brasse. Schleimgriebe. So, die müssen hier raus. Weil ja. Wir an dem Gewässer hier ein bisschen ein Brassenproblem haben. Ja. Bis später. Bis später. Ciao. Ach Leute, immer wenn man der Hände voll hat, ne? Ich hatte gerade einen Biss, hab der Hände voll, auf dem hat der Andy wieder einen Fallbiss. Hängt aber, ne? Ja. Noch hängt er. Noch. Karpfen, ne? Ja. Will er nochmal los? Ja, klar. Wie immer. Fein machst du das, Andy. Ich weiß. Ich liebe das Drehen. Na, Ticker. Na, komm her. Machen solche Faxen. Weißt du, ein kleiner Spritzer ist das gar nicht, oder? Nee. Na komm, Großer. Ja, doch, aber ein kräftiger Spritzer. Ja. Petri! Petri, dank! Schön! Ah, ich mach kurz Pause. Ja. So, und hier geht's jetzt wieder los. Unser Lieblingsangelwetter. Fängt wieder an zu dribbeln. Ja, richtig prima. Ich habe jetzt doch nochmal einen Tauwurm auf Grund abgelegt bei der Winkelpicker. Und du hast auf der Pose jetzt ein Stück Geflügelleber. Ja. Einfach mal ausprobieren, ja, Hähnchenleber. Einfach mal ausprobieren. Mal schauen, ob das noch einen schönen Fisch bringt. Ja, bisher hatten wir ja Viere, die wir rausbekommen haben. Ja. Sobald ich hier einen Wurm ablege, ist ja gerade auch schon wieder durchgehend vorne an der Spitze Zucker. Der Bissanzeiger macht immer mal ein bisschen, aber das werden halt nur kleine sein, was weiß ich, kleine Barsche oder ja. Irgendwas, was da mit dem Tauwurm vorne dran rumzupft. Na, mal schauen. Bin gespannt, ob wir was Schönes und was wir Schönes noch hier rausfangen. Ja. Es wird laut. Bis später. Bis später. So, wieder Biss beim Olli. Mal gucken, was wir diesmal dran haben. Ich denke, wieder eine Presse oder so. Denkst du? Ja. Ja. Da kommt sie rein. Jawohl. Zack, Petri. Petri, dank. Jawohl. Hoppala. So, also erstmal versorgen. Ja. Ne? Ja, mhm. Gut. Hübsches Zirle trotzdem. Bis später. Na, läuft doch, Andy. Hast recht, es läuft. Aber es Wasser von oben. Aber gut, wollen uns nicht beschweren, wo das Wetter für uns gehalten hat, hat man jetzt wenigstens schon 5 Fische. Ja, aber eigentlich ist das Schleimbechwetter. Ja, hervorragend, ne? Regen, nass, kühl. Bitte Wind, geil. Bisschen Wind, jawohl. Ach, Leute. Sollte eigentlich heute nicht mehr regnen. Na, mal gucken, wie lang das jetzt hier hinten rumpieselt. Ach, schön. Und immer bitte Wind ist richtig. Ja. Das macht uns Spaß. Richtig. Und jetzt bei dir Full Run und du musst hier 20 Minuten einen 9er Karpfen drillen. Einmal frei. Da kommt Freude auf. Da hätte ich auch Bock. Deswegen, ich werde jetzt mal hier meine Regenjacke drüber schmeißen, die hinter mir ist.
sollte jetzt eben doch mal ein besserer Fisch beißen, dass man hier nicht so zusammengesaut wird hier draußen. Oh, und ihr drückt uns mal den Daumen, dass es nur Schauer ist. Genau. Ich finde das übelst schön, wie viel Verlass auf unsere Wetter-Apps ist. Richtig geil hier. Leute. Alles pitschepatsche nass wieder. Ihr ahnt es, Freunde, ihr ahnt es. Als liegt ein Fluch auf uns. Klar, Leute, jetzt bis auf Rute. Ihr seht, meine Kamera ist ja voll verschmiert. Die Grundrute, Tauwurm ist gespielt drin. Irgendwie habe ich gerade gar keinen Bock nachzugucken. Gerade noch Witze drüber gemacht. Uns wird es dann hier schön hinhauen. Hier ist alles komplett schmierig. Lass hier den Tauwurm wieder los. Ich sag's dir, du Fisch. Aber schön langsam hoch da bis an Zeiger, ne? Damit es mir noch richtig schlecht werden kann beim Zugucken. Jetzt ist er wieder abgefallen. Lass mich hier in Ruhe jetzt. Um Himmels Willen. Gott sei Dank, ey, da hinten scheint es wieder heller zu werden. Jungs, wir machen hier was mit. Naja. Leute, Geronimo, der Fisch ist immer noch dran. Geronimo! Geronimo! Hakuna Matata! Ah, Feuer! Feuer! Und? Nee, hoffentlich nicht! Hast du eigentlich? Hau das Ding hin, los, rein hier! Ah, Hakuna Matata. Oh, Gott sei Dank, ey. Hätten wir jetzt gefehlt, ja, so ein 60er, 70er Karpfen oder so noch. Gott sei Dank, bis später. So, da hat ich gerade Anfasser auf der Raubfischpose und nebenbei zuckt hier die Method wieder rum. Ja, der nimmt. Gib ihm eine. Jo, ja. Der hängt, Freunde. Und denk dran, mach nicht so einen Krach. Ich hatte gerade Bewegung in der Hechtpose. Pass mal auf, dass der nicht wieder sonst wohin eiert. Die Bremse allzu weich hast. Das ist halt blöd jetzt hier mit diesem leichten Wasserfilm in der Kamera, aber das können wir jetzt nicht mehr ändern. Da muss ich zu Hause diesen Schutzding hinten abmachen. Diesen Schutzkleber. Dass wir ordentlich sauber machen. Ah, sie wollen eine Pulver. Das ist hier drüben. Kein ganz kleiner, glaube ich, ja? Nee. Mal wieder auf diesen Tutti Frutti, hast du gesagt, ne? Ja. Scheiße. Gemach. Spiegelkarpfen wieder. Da hat mich schön. Da ist ein Schicker, glaube ich. Ne? Alter. Petri, mein Schatz. Petri, Dank. Petri, Andy. Petri, Dank. So 47, 48 hat der Kollege, der geht mit. Jawohl. Wunderbarer Speisefisch, gut genährt. Gut genährt. Dein dritter Karpfen heute. Jawohl, mein dritter. Mein Bissanzeiger liegt auch schon wieder da unten. Gut, ja. Gucken wir gleich mal nach. Jetzt müssen wir den Fitz hier erstmal auseinanderwursteln. Aber Petri, dritter Karpfen, cool. Fisch Nummer 6 heute. Vielen Dank, jawohl. So, bis beim Olli. Ging aber gleich die Post ab. Volles Röhr. Könnte so eine Presse sein, oder?
Nee, ein kleiner Karpfen. Ein schöner kleiner Karpi. Ein Spritzer. Oh, aber wirklich ein kleiner Spritzer. Ich hab schon gewundert, dass der gleich so hoch kam. Ja. Das ist ja krass, ne, untypisch, dass die so hoch fitzeln. Kleiner Karpfen. Ah. Petri, Olli. Vielen Dank. So. Ja, Spritzer aber. Ja. Das wird ein Setzling sein. Ja, das ist. Gleich wieder abmachen und zurück. Ja, na klar, geht da wieder zurück. Da ist noch zu winzig. Bis später. Tschüss. So, Olli hat auch schon wieder Biss. Da ist wieder ein Spritzer. Kurz nach meinen. Und da ist der nächste. Nee, dann aber noch zwei jetzt zuvor. Hä? Ja. Nee, so klein ist der. So klein ist der auch nicht. Schön, oh, da macht er auch ganz schön Betrieb. Ein bisschen größer wie meiner von uns. Ja. Wie fest hat sie denn jetzt auf der Flosse gewickelt oder her? Ja. Wie hängt denn der? Weiß ich nicht. Auf Tauborn, ne? Hm. Ich glaube, der hat sich entweder eingewickelt, jetzt ist er wieder frei gewesen. Jetzt ist er frei. Da hat er sich eingewickelt nur. Ja, der macht ganz schön Betrieb. Hm. Ja. Na komm. Ja. Kleine Scheiße. Da will ich in meinen Käfer. Jetzt. Petri, mein Olli. Herzlichen Dank. Zack. Hoch mit dem Flieh. Auf die Wiese am besten. Ja. Na, so klein ist er nicht. Guti, Fisch mal versorgen, Freunde. Jawohl, und dann. Petri. Sehr schön. Bis gleich. So, beim Olli Schöne wieder. Sind 2 Minuten. In Folge wahrscheinlich. Wir wollten gerade eine rauchen. Nee, geht nicht. Ui, 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 ui. Ach ja, meine geliebte Winkelpicker. Hm. Jetzt gerade hat man einen 50er Karpfen, das haben wir euch gar nicht gezeigt, weil es so schnell ging, auch auf die Route hier. Ja, jetzt kommt der 80er. Ja, das war cool. Nee. Sportlicher kleiner wieder. Ja. Sportlicher kleiner Karpfen. Aber ja, eigentlich will ich ja nicht leihen, Freunde. Aber der Karpfenflug schlägt mal wieder zu. Ja. So, Petri. Vielen Dank. Alter Schwede. Und sehe ich einen kleinen dicken Schicken. Ja. Petri, Freunde. Petri, Olli. Sehr schön. Müssen wir erstmal versorgen. Na komm, Andy, weil die hat es doch gerade gewackelt. Ich will jetzt mal in Ruhe Erinnerung. 5-mal setze ich mich hin, will Erinnerung. Jedes Mal, wenn ich gerade mich hinsetze, bis. Aber auch noch ein kurzer Rupfer bei dir, ne? Ich dachte, jetzt schießt die nochmal los, die Messe. Da hast du jetzt so einen kleinen Pellet drauf, ne? Den Dempel. Den Dampel, oder das Ding heißt, Dampel. Na, gucken wir mal. Ui, ja. Voll die Spannung. Gib eine Ehre. Ja, läuft. Hängt. Ist ja nicht so, dass ich gerade meine Rogen wollte, Freunde. Ich bring dir einen Kescher. Komm mal. Ach so, ich dachte, er hängt. Bis jetzt macht er noch keinen Druck. Ach so. Ja. Na doch, einer dran. Warte. Na, wie ich vorhin gesagt habe,
Gut. Wie ich vorhin gesagt habe, die kleinen Dimbel und dann kommt der Brassen eventuell. Filtri trotzdem. Filtri da. Ja, Freunde. Was haben wir jetzt gesagt? 14 Fische mittlerweile. 14 Fische. Ab Mittag. Ab Mittag, genau. 14 Fischeln. Einiges an Karpfen, Brasse, Rotauge. Barsch. Du, einen kleinen Barsch, der weggesprungen ist, aber gut. Drei große Karpfen. Genau. Ja. Tja, könnte schlimmer laufen tatsächlich. Was werden wir jetzt noch machen? So eine Stunde probieren wir noch bitte. Ja, ne? Ob wir nicht doch mal noch hier eine Stunde bis um 7 machen wir noch Raubfisch rausbekommen. Pose ist noch da. Oder eine Schleier. Du hast auch die Leber immer noch draußen auf Pose, ne? Ich habe sie erneuert. Ja, da war aber bisher noch gar nicht, aber einfach weiter probieren. Vielleicht klappt es ja doch mal. Ja. Schön wäre es natürlich. Ne? Hä? Ich sag, schön wäre es natürlich, wenn es noch klappt. Bei dir bimmelt's. Ja. Gut, wie gesagt, eine Stunde probieren wir noch. Ja. Und wir werden jetzt nicht jeden Fisch nochmal abfilmen. Also wenn jetzt nochmal eine Brasse oder ein Karpfen kommt. Nett, wenn wir was Schönes haben, zeigen wir es aber noch. Und dann melden wir uns sowieso nochmal bei euch. Ne? Genau so. Jetzt wollen wir mal ein bisschen relaxen. Aber, bis später. Bis dann. Ja, Freunde. Es wird duster. Es sieht ja wieder viel heller aus, als es eigentlich ist. Ja. Ne? Wir hatten gerade nochmal Aktion in der Hechtpose, aber nur Antatscher, Anfasser, nur ganz kurz. Hin und her gezogen, wieder stehen gelassen. Ja. Wer weiß. Entweder Fisch geklaut oder... Wer weiß, hat ihn doch nicht geschmeckt, die Sardine. Wir lassen jetzt aber den Leber noch draußen und die Sardine. Räumen hier schon mal so ein bisschen zusammen, bevor es ganz duster ist. Genau. Wie immer. Sollte noch was kommen. Sollte noch. Kennt ihr ja nur von uns. Richtig, dann zeigen wir es euch natürlich. Es war laut. Und wenn nicht, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.